Es ist das erste Weihnachten, das Simone Maggie Ballack, ihr Ex-Mann Michael Ballack und die Familie ohne Emilio verbringen. Nun erinnert Simone in einem Instagram-Post an ihren geliebten Sohn. Nicht oft spricht Simone Maggie Ballack, 45, in der Öffentlichkeit über den Verlust ihres Sohnes Emilio, der im vergangenen August mit 18 Jahren durch einen Unfall mit einem Quad auf dem Familiengrundstück in Portugal starb. Simone Maggie Ballack trauert um ihren Sohn, nur in besonderen Momenten erinnert sie auf Instagram an ihn und deutet dabei an, wie es ihr 4 Monate nach dem Tod ihres geliebten Sohnes geht. An seinem Geburtstag im September zum Beispiel, als Emilio 19 Jahre alt geworden wäre. Ich vermisse dich jede Sekunde und ich weiß nicht, wie es jemals anders werden soll. Ich kämpfe mich jeden Tag durchs Leben, für dich und deine Brüder, schrieb sie damals zu einem herzzerreißenden Bild, das sie zusammen mit Emilio an seinem 18. Geburtstag zeigt oder am 1. Advent, als Simone ein Foto eines selbstgemachten Adventskranzes mit den folgenden Worten postete: Der 1. Advent ist dieses Jahr nicht nur der 1. Advent, sondern der 1. Advent ohne meinen Emilio. Unterhalb der ersten brennenden Kerze und eines goldenen Engels hatte sie ein kleines Foto ihres Sohnes befestigt. Ich zünde heute die erste Kerze auf dem besonderen Adventskranz an, den ich für ihn gemacht habe, erklärte sie damals und bat ihre Freunde und FollowerInnen, ebenfalls eine Kerze für ihren Sohn anzuzünden. Erstes Weihnachten ohne Emilio. Auch das erste Weihnachtsfest ohne Emilio ist für Simone, ihren Ex-Mann Michael Ballack, 45, und die restliche Familie nicht leicht. Ich wünsche euch frohe Weihnachten und dass ihr jede Sekunde mit euren Lieben genießt. Für uns ist heute wieder ein schwerer Tag. Emilio ist immer bei uns, schrieb sie an Heiligabend. Hoffentlich bekommt Simone in diesen Tagen besonders viel Kraft von ihren Liebsten.